Das ist ein ganz kleiner Schaden gewesen. Da ist einer im Stau so ein bisschen draufgerollt. Ich zeig's euch mal. Der wollte ihm schon 500 Euro geben, so nach dem Motto, wir machen das mal eben klar auf der Autobahn. Ja, und dann hat er Folgendes gemacht. Er ist zu Caravan Marein gefahren, ja, oder Marein Caravaning. Du bist der Mirko? Jawohl. Ja, ihr seid der größte Karthago-Händler Europas. So sieht's aus. So sieht's aus. Und das sieht eigentlich ganz harmlos aus, oder? Eigentlich ja. Aber den Schaden sieht man ja wirklich erst unten drunter, wenn man das Auto mal hochhebt. So, und dann habt ihr Folgendes gemacht. Ihr habt die Firma Happel angerufen, habt gesagt, dass da sieht nach ein bisschen mehr aus. Was hast du denn entdeckt so als allererstes Mal beim Gucken? Als allererstes beim Gucken, dass im Prinzip, wenn man die Heckgarage gleich aufmacht, dass er auf eine Beule innen drin hat. Eine Beule. Eine Beule. So, ich brauche mal gerade Licht, seid mal so nett. Ja. Lass mal reinleuchten. Ach. Und zwar, dass ich hier eine Kaltverformung habe. Ja. Wenn man von der Seite schaut, ich weiß nicht, ob man das aufnehmen kann, ja, wie dann wirklich die Seitenwand geknickt wird und die Bodenplatte auch eine Beule hat. Krass. Also da, das sieht man auch richtig, ja. So, die Bodenplatte hat eine Beule und dann habt ihr gesagt, Auto muss auf die Bühne rauf und dann mal gucken, wie es unten drunter aussieht. So, du magst mal gerade mal hochfahren, die Bühne. Denn wir haben einen Spezialsachverständigen da, der wird das Ganze jetzt mal sehen. Du bist wahrscheinlich Caravan-Techniker hier, oder? Ich bin Caravan-Techniker hier. So, du hast auch viel Erfahrung, hast das gesehen. Das ist aber schon der Fall direkt für einen Sachverständigen, oder? Auf jeden Fall. Weil da sind wir mit weit über 500 Euro. So, weit über 500. Was es dann ist, werden wir gleich mal erfahren. Ihr habt den Schaden geschätzt auf weit mehr wie 500 Euro. Und es ist unglaublich, wie schnell das passieren kann, dass so ein Schaden kommt. Ja. Hier ist Andreas Marein, grüß dich. Hallo, morgen Sven, hallo liebe Zuschauer. Ja, das war jetzt mal ganz spontan, haben wir gesagt. Ja, wir zeigen das mal, denn wir haben einen der besten Sachverständigen Deutschlands da. Das ist der Jochen. Grüß dich, Jochen. Ja, hallo, grüß dich. Du hast schon viele, viele Gutachten gemacht. Ja, wir sind spezialisiert auf Caravan-Gutachten. Mein Gebiet ist zum Beispiel von der Alpen bis nach Fehmarn. Ich bin deutschlandweit tätig, wir sind für Gerichte tätig und wir stellen mindestens 5000 Caravan-Gutachten im Jahr. Wenn du rausfährst, wohnst du im Wohnmobil? Ja, nein, wir haben auch ein Wohnmobil, da wohnen wir auch schon mal drin, das nehmen wir auch schon mal mit und schlafen da drin, aber meistens oder teilweise nehmen wir natürlich auch Hotels. So, so ist das so. Jetzt ist das hier was Besonderes, ich habe es eben schon anmoderiert, der Kollege, dem wurden auf der Autobahn 500 Euro angeboten, ja. Was hast du denn noch entdeckt hier unten drunter? Zeig mal. Wenn die Stoßstange noch ganz normal gesessen hat, sah es von unten noch nicht ganz so schlimm aus. Aber man kann durch die Klappe, wo die Anhängerkupplung etwas mehr Spielraum hat, konnte man wirklich schön sehen, wie dann auch der Unterboden etwas aufgegangen ist. Etwas aufgegangen heißt eigentlich schon Katastrophe, oder? Da kommen wir jetzt gleich mal zu. Ja. Wir machen jetzt erstmal hier auf. So, das ist die Abdeckung für Anhängerkupplung, oder? Eine Anhängerkupplung drunter, man kriegt jetzt auch nicht mehr auf mittlerweile. Ach, die ist verzogen. Die ist verzogen. Wenn man jetzt hier von der rechten Seite ins Fahrzeug reinguckt, warte mal, ich mach das mal grad. Dann sieht man im Prinzip, wie auch der Träger gebrochen ist von der Stoßstange. Nein! Ja. So, es ist eh kaputt, deswegen. Ja, ist kaputt. So, und jetzt hier ist eigentlich der richtige Ausmaß zu erkennen. Hier ist die Bodenplatte gebrochen, GFK-Material gestaucht, durchgebrochen. Sehen Sie, wie die abgewinkelt ist? Ja. Und hier sieht man den Aluminiumwinkel, wie verschoben der ist, wie der eingedellt ist. Und dann sieht man auch, wie die Rückwand von oben, sieht man schon die Verwerfung und die Dellen von außen. Kann man hier schon durchsehen. So, und dein erstes, ich sag mal so, das wird jetzt erstellt. Das heißt, du hast die Teilenummern von Karthago alles? Hast du das im Computer? Ja, wir haben sowas im Computer. Wir können da, haben da Einsicht oder holen unsere Arbeit mit den Herstellern auch zusammen, wenn es Problemfälle gibt oder die Teile. Oder die Kunden, so mal rein oder so, sucht uns schon mal Preise raus. Die tun wir dann ins Gutachten natürlich einfügen. Und die Ersatzteilnummern ist ein Vorteil, den nehmen wir in all unseren Caravan-Gutachten, wo andere Gutachter eigentlich nur Nullen hinschreiben oder ohne Nummern, um so das zu überprüfen, so dass auch die Werkstatt anhand der Nummern die Teile auch theoretisch bestellen kann. Anzahl der Gutachten, was hast du gemacht bisher? Also wir erstellen 5000, Nein, ich mache im Jahr, ich sag mal 600. 600?
Was heißt, du gibst dir viel Mühe, du hast mir erzählt, du warst mal in Österreich, da haben sie dich gelobt. Selbst die Österreicher haben gesagt, so gut hat er es gemacht. Ja. Ja, ich war letztes Jahr in Klagenfurt Gericht auch geladen gewesen und Gerichtsgutachter hat gesagt, das Gutachten wäre so gut, hätte er nicht besser schreiben können. Hört man auch schon mal gern. Natürlich haben auch wir schon mal Problemfälle. Aber in der Gesamtheit läuft es wirklich sehr gut und sind auch sehr anerkannt in der Branche. Ich fasse mal gerade zusammen. Also das hier ist ja ein kleiner Schaden von außen. Hätte man ja jetzt sagen können, die Crashbox hier links, Andreas, die ist ja dafür gemacht, dass so ganz leichte Anstöße, da kann man die tauschen und so. Aber hier ist ja alles kaputt. Ja, das ist ja genau die Herausforderung gewesen. Der Kunde rief also an und direkt Samstagmorgen, als es passiert ist, aber auf der Rücktour vom Urlaub und sagte halt eben nur, Stoßstange ist beschädigt, ist nicht viel. Ich sage, wenn du das so beschreibst, dass es wirklich relativ weit unten ist, da kann der Stoß direkt in den Kofferraumboden hingehen und da muss man mal schauen, wo die kinetische Energie halt weiter gewandert ist. Und man sieht halt eben hier, wir hatten einen richtigen Riecher, als wir dann hochgehoben haben, der Mirko und ich, haben wir den Schaden dann auch schon, ich sag es mal, gleich erahnen können und haben dann noch Sachverständigenbüro Happel, den Herrn Kölsch angerufen, dass man hier ein vernünftiges, verwertbares Gutachten machen kann, weil der Unfall ist im Ausland passiert, in Belgien, aber trotz alledem ist es dann natürlich immer schwierig, jetzt sagt die Ansprüche geltend zu machen. Ne? So, jetzt ist ja das nächste Problem, Bauteile sind komplett ein Teil. Ja. Das haben wir hier glücklicherweise nicht. Ich nehme an, dass die Platte hier unten, das ist die gesamte Platte, ist ein Teil, aber die geht nicht weiter ins Fahrzeug. Nein, die Platte ist geteilt, die geht hier vom Träger bis hier zur Kante. Das ist die Bodenplatte, hier Besonderheit innen drin. Der hat eine Aluminiumblech oben, das ist eine Sonderausstattung, auch verklebt von oben. Super. Heißt, da die Teile müssten alles ausgebaut werden, gelöst werden, die Platte komplett nach hinten rausgehoben werden und die Rückwand natürlich auch. So, Schaden, wir wollen es mal nicht festlegen, aber du schätzt so um die 20? Um die 20 wird es schon. 20.000 ja. Euro. Sag mal, 500 ja. Euro wurden im Stau angeboten, so schnell by the way, dann ist es erledigt, ja. Ja, ein Glück, dass er es nicht gemacht hat. Ja. So, Frage Nutzungsausfall, Schaden in Belgien, kann er den geltend machen eigentlich? Was denkst du, was ist deine Erfahrung? Nutzungsausfall ist ein schwieriges Thema im Reisemobilbereich. In der Regel wird es auch in Deutschland nur noch gezahlt, wenn der Kunde schon vorher etwas gebucht hat. Okay, das heißt, er muss einen Platz nachweisen, da war ich schon. Ja. Ansonsten wird ihm zugemutet, du kannst nicht mehr fahren, oder? Ja, das ist so. Das ist Sauerei, oder? Ja, das ist meine Meinung ist schon so, aber das Fahrzeug wird dann als Zweitfahrzeug angesehen und das eine normale PKW in der Regel als Erstfahrzeug, und weil das noch genutzt werden kann. Wenn ich aber nur eins habe, dann sind die Chancen besser. Dann ist das ganz was anderes. Dann haben Sie auch ein Recht auf eine Entschädigung. Genau, der Gesetzgeber sagt, das ist ein reines Freizeitfahrzeug. Das wird nicht für tägliche Besorgung, Einkauf, Schule, Arbeit oder so gebraucht. Und deswegen gibt es keinen Nutzungsausfall oder Anspruch auf ein Leihfahrzeug. Das heißt, da ist der Wohnmobilist gerade in dem Augenblick, steht er wirklich auf freier Flur. Es sei denn, er hat so einen Ausnahmefall, jetzt, dass er schon nachweisen konnte, dass er was gebucht hat. Dann muss man diese Kosten natürlich auch gegenüber dem Versicherer dann mit in den Anspruch stellen. Halt, ne? Du arbeitest ja zusammen mit ganz vielen Leuten. Das machst du hier nicht selber, sondern du hast Pachtpartner, nehme ich an, die hier zum Beispiel die Unfallschäden beseitigen, die du handverlesen hast, oder? Genau, also wir machen im Grunde genommen alles selber, außer Lack- und Polsterarbeiten. Das heißt, die ganzen... Boden tauschen würdest du machen? Den Boden tauschen wir natürlich, ganz genau. Aber wenn jetzt Lackarbeiten am Fahrzeug gemacht werden müssen, was natürlich auch hier der Fall ist, dann arbeiten wir mit einem externen Partner zusammen, weil es ist nicht immer so einfach. Nicht jeder Karosseriebaubetrieb oder Lackierbetrieb hat Lackierkabinen, wo man eben so große Fahrzeuge dann auch einstellen kann. Und da, wo wir mit zusammenarbeiten, der macht Reisebusse für große schwedische Reisebushersteller, die lackiert er. Und von daher ist es überhaupt kein Problem, diese Fahrzeuge auch nebelfrei zu lackieren. So, jetzt die Frage Belgien. Zahlen die den Gutachter, die Belgier? Was denkst du? Ich vermute ja. Denk mal. Klar. Aber es ist so, man kann ja vorher sagen, üblicherweise wird das ja von vom Gegner bezahlt. Ja. Habe ich freie Gutachterwahl in Deutschland? Ja, bei Haftpflichtschäden hat man freie Wahl, wenn man geschädigt wird. Bei Teilkasko- oder Kaskoschäden ist man weisungsgebunden, heißt das. Da kann die Versicherung einen bestimmen. So, jetzt geht's los. Ihr macht
6.000 Schäden im Jahr, 5.000. Roundabout 5.000. Ihr baut gerade neu, ihr habt Gutachter in ganz Deutschland. Das heißt, euer, ich sag mal, Marktgebiet ist ganz Deutschland? Ja, wir arbeiten deutschlandweit, auch Österreich decken wir mit ab. Da haben wir auch Partnerunternehmen. Das heißt, egal wo der Schaden passiert, das Auto steht irgendwo, dann Empfehlung von dir ganz klar, fahrt bitte zum besten Karthago, Karthagos, am besten zum Karthago-Fachhändler bringen, am besten der mit der größten Expertise. Die haben schon viele Schäden hier. Ihr habt gestern euch was angeguckt, warst du auch dabei, der Kastenwagen? Der Malibu, ja. Der Malibu ist ein Kastenwagen gewesen. Da ist einer hinten links auf die Ecke gefahren. Da mussten innen drin die ganzen Möbel auf der linken Seite entfernt werden. Und das muss man auch wissen, was am Möbel geht kaputt, dass da nur eine Dämmung drin ist und wie das verarbeitet wird. Bei dieser Arbeitswerte innen drin, die kommen aus keinem Computer. Die muss man mit der Hand vorgeben. Der Computer gibt nur rein weg das Fiat, das oder Peugeot-Fahrzeug, nur das Grundfahrzeug her. Jetzt Dauer, was denkst du, Instandsetzung hier? Gute Frage. Eine Woche? Wenn ich mit hinkomme. Ja. Wenn ich mit hinkomme, das ist wirklich... Das Schöne ist, du hast nichts zu tun, das heißt, du wartest... Ja. Du hast nichts zu tun, das heißt, du wartest auf Aufträge? Auf jeden Fall. Ich müsste eigentlich quasi jetzt schon direkt um die Ecke zum nächsten Kundenfahrzeug... Wir sind froh, dass schon mal eine hier verlaufen hat. Ja, das ist so. So, schön ist auch deine Hebebühne. Das ist eine ganz flexible Hebebühne, die brauchst du auch bei den Fahrzeugen, gell? Ganz genau. Das Schöne ist halt, die kannst du überall einsetzen. Die ist nicht stationär, die kann ich jetzt auch in einer anderen Halle einsetzen. Und von daher ist das für solche Sachen halt eben immer sehr praktisch. Ich zeig mal gerade was Süßes. Das ist so ein 63 Ampere Stecker, der da ist. Das hast du auch nicht alle Tage. Habt ihr so viel Strom hier in Nordrhein-Westfalen? Ja, also wenn wir hier die Hebebühne benutzen, geht im Dorf, geht es Licht aus, ja. Also wenn ich Interesse habe, du kannst die Firma mal rein empfehlen, sag mal so, ist ja auch so, wenn du in der Werkstatt bist und du siehst, anschließend ist repariert und es sieht schlimmer aus wie vorher, hast du das auch schon mal? Es gibt auch Werkstätten oder so, ich habe schon Gutachten geprüft und Rechnungen, wo ich sagen muss, dass ich mich geschämt habe, wie das repariert wurde. Auch das ist unser Aufgabengebiet, wir kontrollieren natürlich auch solche Reparaturen. Und da ist schon wichtig, dass man sich einen Betrieb aussucht, der es auch wirklich kann, nicht nur jetzt verspricht. Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, ob man das hier empfehlen kann, Marein. Die Firma Marein kann man natürlich empfehlen, ist ja nicht umsonst der größte Händler weit und breit. Ja gut, das heißt ja nichts. Aber nur mal Glück gehabt. Ja. So, jetzt, dein Job ist ja so, wenn du das siehst, das ist ja für dich so, du hast genug zu tun, so eine Woche Arbeit brauchst du nicht unbedingt, aber letztendlich ist es euer täglich Brot. Ja. Ihr sucht noch Kollegen, muss man fairerweise sagen. Das heißt, es gibt ja demnächst Sachen. Hat man hier, oder ich frage mal so, hat man hier Spaß bei der Arbeit? Ist das so eine, immer wieder was Neues. Es ist immer wieder was Neues, immer neue Herausforderungen. Also nicht jeden Tag Bremsbeläge wechseln? Um Gottes Willen. Oder irgendwelche Winterreifen. Habt ihr Winterreifenwechseltage? Nee. Das ist so ganz gehasst. Was hast du gelernt ursprünglich? Eigentlich bin ich Kfz-Servicetechniker. Okay. Was ist das? Was muss er das ist die kleinere Stufe von einem Meister. Also hast du es nicht gepackt, den Meister? Ich habe mich nicht interessiert für den Meister. Aber das ist so, du machst dann alles, Motoren zerlegen? Ich mache alles. Ja. Ich habe es alles gelernt. Ich habe bei Honda gelernt, habe PKWs repariert, habe Motorräder repariert. Okay, das ist wichtig, Allrounder. Bist du Handwerker ein bisschen? Absolut. Holz? Alles. Kannst alles. So. Alles. Und er war vorher bei Fiat Professional, ganz wichtig. Das war einer der Hauptgründe, wo wir gesagt haben, den müssen wir auf jeden Fall haben. Ja, genau. Ich wäre nochmal ja gekommen, also wegen der Anhängerkupplung, aber schön ist, dass man die Leute wirklich hat, diesen Handverlesen. Also wenn ihr Bock habt, Zeit geht schnell rum bei dir? Immer. Ja. Die Kunden gibt es mal Trinkgeld? Ja. Das ist so doch. Die letzte. Ich glaube, die Branche zahlt schon viel Trinkgeld, oder? Ja, ich sag mal so, es ist natürlich schwierig heutzutage vernünftige Caravan-Techniker zu bekommen, weil es ja leider auch kein Ausbildungsberuf ist. Und von daher glaube ich, wird in der Branche auch etwas mehr gezahlt, als wie es üblich in der Kfz-Branche ist. So. Also männlich habe ich divers. Ja, vielen Dank, Jochen Kölsch. Das Headquarter bei euch ist auch hier in Nordrhein-Westfalen? Nein, wir sind in Hessen, Bad Endbach. Also, das bei Marburg hätte man das Video gar nicht gemacht. Hätte man das gewusst, ne? Hesse, ei, ei. 080 Bad Endbach. 35,080 Bad Endbach. So, also wenn ihr Fragen habt, du reparierst Karthagos. Wir reparieren Karthagos. Sehen die anschließend so aus wie neu? Die sehen so aus, wie sie aussehen sollen, wenn sie halt keinen Unfall gehabt haben. Genau, wenn so ich den Unfall sein. Dokumentiere, kann ich das Gutachten dabei legen, die Ausführung dabei legen, kann sagen, das ist genau nach Werksrichtlinien. Genau so ist das. Genau so ist das. Und das ist wichtig. Also nicht in irgendeine Hinterhofwerkstatt.
Das ist elementar wichtig. Das ist übrigens auch nochmal einer der Punkte. Er hat eben gesagt, wir führen alle Bestellnummern auf im Gutachten. Macht für uns natürlich auch die Zusammenarbeit mit einer Sachverständigenorganisation wie der Firma Happel die Arbeit wesentlich einfacher, nachher die Teile zusammenzusuchen. Wenn du ein Gutachten bekommst, wo alles genullt ist, dann sitzt du ja nochmal einen Tag oder zwei zum Teil dran, diese ganzen Teile nochmal rauszusuchen. Ja. Hier kann man wirklich die Teile eins zu eins übernehmen. Super. Also, der 500-Euro-Schaden, der am Schluss dann doch vielleicht 20.000 Euro ist. Ja. Und wenn man Lust hat, also kommt nach Aldenhofen, das ist in der Nähe von Aachen, so direkt bei Jülich. Und ja, mit etwas Glück, wenn ich jetzt nicht direkt rankomme, hast du einen Parkplatz, dass ich zwischenparken kann, das Auto abstellen kann? Das geht. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Okay, so. Vielen Dank, Jochen. Ja. Vielen Dank, Andreas. Und vielen Dank, Mirko. Ja. Tschüss, danke. Also männlich, weiblich, divers übrigens, ja, wenn ihr euch bewerben wollt. Ja. Also auch Frauen sind gerne willkommen und alle anderen. Tschüss.